Nämlich mehr als 30.000 Beamte sind für diese Chaos-Truppe zuständig und arbeiten. Das ist so viel wie nie. Die sind alle zwischen B3 und B11. Die haben Ministerialzulagen. Ich habe mir das hier auch nochmal rausgesucht. Die Zulagen liegen zwischen 9.000 und 15.000 Euro. Wir haben damals gesagt, keine Einwanderung. Und das war es. Ihr könnt die Zahlen übrigens alle eiskalt bei der Bundesagentur für Arbeit herunterladen. Schaut euch an, da ist genau gegliedert, wer in welchem Bürgergeld oder in welchem sozialen Transferweg bei uns hängt. Die EU beschlossen, haltet euch fest, eine 10.000 Euro Bargeld-Obergrenze einzuführen. Jetzt werdet ihr sagen, Moment, sowas Ähnliches gibt es doch schon. Nein, der Unterschied ist, bisher ist es wirklich nur ähnlich. Ja, liebe Freunde, man kommt, ich habe ihn ja, er ist jetzt für mich Willi, unser Finanzminister. Ich denke nochmal an Biene Maja, BM heißt er eigentlich Bundesminister Lindner. Ich kam ja irgendwie auf Biene Maja und auf Willi. Und was ich euch jetzt so darbiete, unterstreicht das so ein bisschen. Ich gehe mal in der Zeit ein bisschen zurück, will ich euch mal so sagen. Ich habe das nochmal rausgesucht. Anfang 23 meldeten alle Zeitungen noch nie, in der bundesdeutschen Geschichte, haben so viel hochbezahlte, dotierte Beamte für diese oder für eine Regierung überhaupt gearbeitet, wie für diese Schulden- oder Ampelkoalition, wie man sie auch immer nennen möchte. Nämlich mehr als 30.000 Beamte sind für diese Chaostruppe zuständig und arbeiten. Das ist so viel wie nie. Die sind alle zwischen B3 und B11. Die haben Ministerialzulagen. Ich habe mir das hier auch nochmal rausgesucht. Die Zulagen liegen zwischen 9.000 und 15.000 Euro. Aber Fakt ist, noch nie haben so viele Beamte für eine Regierung gearbeitet. Unterstreicht irgendwie auch den Fachkräftemangel innerhalb der Regierung. Unterstreicht eben, wenn man entsprechendes Fachpersonal in die Ministerien beruft, das können wir uns ja gerade angucken, auch bei Herrn Habeck. Der hat ja lieber ein Clan-Ministerium und vergibt entsprechende Aufträge an Mitglieder. Aber Spaß beiseite, was macht der Lindner gerade? Und warum sage ich das? Und ich setze jetzt nochmal einen drauf. Herr Lindner hat Ende Dezember, ist das durch die Presse gegangen, Dutzende Mitarbeiter in FDP-Ministerien, da auch darunter mehr als 30, sagen meine Informationen, im Finanzministerium hochbefördert. Normal nennt man das Unternehmen Abendsonne, das macht man immer kurz vor den Bundestagswahlen, wenn ein Regierungswechsel droht, haben die jetzt schon getan. Jetzt sagt ja, boah, das an sich hat schon einen komischen Beigeschmack. Stimmt, aber jetzt kommt es noch besser. Wir haben in der letzten Woche das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz, an sich eine gute Sache, beraten. Und jetzt, und da muss ich sagen, bin ich der Welt sehr dankbar, ich muss mal kurz die Brille aufsetzen, die hat einen tollen Artikel geschrieben, nämlich dieses Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz, wir haben schon oft drüber gesprochen, soll die FIO effektiver machen, die FIO soll dann irgendwann in einer riesengroßen neuen Behörde, dem BBF, entsprechend aufgehen. Und das kostet natürlich alles Geld. Man will umstrukturieren, man will darunter auch noch neue Behörden kreieren, die dann die Geldwäsche, Finanzkriminalität und Drogenwäsche von Geldern und das alles bekämpfen sollen. Großes Stichwort organisierte Kriminalität. Tja, so weit, so gut. Jetzt hat aber eine Anfrage ergeben, haltet euch fest, ich lese euch das mal vor. Schon mehr als 2 Millionen Euro Honorar für die Dienstleistungen der Roland Berger GmbH sind bisher Kosten, so die Welt in einem Artikel, in Höhe von mehr als 2.096.715,93 €. Das muss ich dann auch mal nachlesen. Netto entstanden. Heißt es in einer bisher unveröffentlichten Antwort von Lindners parlamentarischen Staatssekretär Florian Tonka, FDP, auf eine schriftliche Anfrage der Opposition, die der Welt vorliegt. Wir halten also fest, es arbeiten so viele Beamte wie nie für diese Regierung. Herr Lindner hat großzügig und andere Minister, auch Herr Buschmann, die Gönale zu, befördert. Und die haben trotzdem, denn das ist eine klassische Aufgabe, dafür habe ich diese Beamten, dafür habe ich diese Fachleute und diese Fachbeamten, damit die sowas planen, durchführen und natürlich auch ordnen. Fehlanzeige. Steuergelder von mehr als 2 Millionen Euro scheinen dafür mal wieder nach draußen geflossen zu sein. Steuergelder, wir wählen schon wieder 2 Millionen, damit wir vielleicht die Agrardieselrückerstattung für die Bauern weiterzahlen könnten. Könnten wir noch mehr Millionen hier holen. Die sind weg. Und ich wage die Prognose, das werden nicht die letzten 2 Millionen sein. Zeigt aber auch die Inkompetenz
des Ministeriums und des Ministers. Und im Zuge dieses Artikels, den ich dann gelesen habe, hat es mir dann doch die Sprache verschlagen. Eine Kollegin, die ich sehr schätze, eine Frau Gressle von der CDU, moniert das und sagt dann selbst, das ist doch die Arbeit klassischer Ministerialbeamter. Habe ich so gedacht, wer im Glashaus sitzt, ne, der sollte vielleicht nicht mit Findlingen schmeißen. Ne? Warum? Wir denken mal alle an die Berateraffäre von der Leyen, Gorch Fock und anderes, was so bei der Bundeswehr unter der jetzigen Kommissionspräsidentin von der Leyen, die haben also alle gut reden und auch ein Kurzzeitgedächtnis. Also ich glaube, Demenz und Regierungshandeln und Vergessen über das Versagen ist bei allen Parteien, die schon länger regieren, irgendwie ganz, ganz groß angesetzt und angesiedelt. Fakt ist aber, und das ist der Kern dessen, was ich hier zum Ausdruck bringen möchte. Eine Regierung braucht, obwohl sie so viele angebliche Fachleute hat, Beratung von außen, damit sie eine Reform auf den Weg bringt, die dann hoffentlich, aber auch da wage ich die Prognose, auch das habe ich nämlich zu diesem Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz gesagt, die wieder scheitern wird. Am Ende wird also wahrscheinlich stehen, Lindner ist kein Finanzminister mehr, Willi ist weg. Es wird stehen, dieses Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz hat viel Bürokratie und Geld gekostet. Die FIO nennt sich jetzt anders und ist einer neuen großen Superbehörde, aber Deutschland bleibt, und das ist Fakt, ein Geldwäscheparadies. Bescheidene Aussichten, so sieht's aus. Wenn ihr das ändern wollt, bei den nächsten Wahlen das Kreuz zweimal bei der AfD. Vielen Dank. Heute möchte ich mal ein bisschen vom täglichen, ich denke mal, auf das große Ganze kommen. Alice hatte so schön gesagt, diese Regierung hasst Deutschland. Und ich fand das toll, dass sie es gesagt hat, weil ich glaube, wenn wir alle Maßnahmen mal über die letzten 2,5 Jahre, was auch sonst so geschehen ist in den letzten 10 bis 15 Jahren, Revue passieren lassen, muss man tatsächlich zu dieser Aussage und auch zu diesem Gedanken kommen. Ich pflege immer zu sagen, Mensch, lass uns doch mal eine Sache wie beim Schach vom Ende her denken. Und wenn ich mir das alles, was diese Regierung so planlos in den letzten Jahren so vom Zaun gebrochen hat, wirklich vom Ende her denke, dann, ich habe das in einer meiner letzten Reden gesagt, muss man ja sagen, diese Regierung ist fast die Verkörperung des Morgenthau-Planes. Wer war Herr Morgenthau? Das war jemand, der wollte aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ein Agrarland machen. Ich glaube, das käme so einigen, vielleicht auch Herrn Özdemir und so weiter, wie sie alle heißen, ganz zu Pass bei den Grünen. Und insoweit hat Alice die Dinge, die diese Regierung macht, einfach mal aufgezählt. Und ich habe euch jetzt das Ergebnis dessen genannt, was unweigerlich so sein wird. Warum wird das so sein? 2015, fangen wir einfach mal an, im Zeitstrahl zurückzugehen. 2015 hat unter der Regierung Merkel die Große Koalition sozusagen Menschen ins Land gelassen, davor haben wir gewarnt, die nicht sozusagen die berühmten Goldstücke oder die Menschen sein werden, die uns voranbringen. Das war auch mit Blick auf dessen und das, was sie mitbringen, vorhersehbar. Das war auch nicht diskriminierend. Wenn jemand ohne Schulabschluss oder mit einem Schulabschluss, der mit unserem in keinster Weise kompatibel ist, die Sprache nicht spricht, dann wird er keine soziale Teilhabe, dann wird er dieses Land entsprechend nicht voranbringen können. Davor haben wir gewarnt. Wir haben damals gesagt, keine Einwanderung, und das war es. Ihr könnt die Zahlen übrigens alle eiskalt bei der Bundesagentur für Arbeit herunterladen. Schaut euch an, da ist genau gegliedert, wer in welchem Bürgergeld oder in welchem sozialen Transfer Weg bei uns hängt. Und wir haben damals genau gesagt, das, was dort gerade passiert, ist im großen Stil, mit all den Friktionen, die so etwas mit sich bringt, weil das wird immer das Gleiche sein. Das kann man in Paris, das kann man in Frankreich, in Schweden, in den Vereinigten Staaten, man kann es in jedem Land sehen, wenn so Einwanderung vonstatten geht. Wir haben gesagt, es ist eine Einwanderung in die Sozialsysteme mit allen sozialen Problemen, sozialen Brennpunkten, No-Go-Areas, die wir haben, eine Art von Ghettoisierung. Alles das haben wir vorausgesagt. Was war das Resultat? Die AfD sei rassistisch. Die AfD ist populistisch. Nein, wir haben jetzt sogar rechnerisch mit einer echten Studie von einem echten Fachmann recht bekommen, nämlich Herrn Raffelhüschen. Herr Raffelhüschen, Professor Dr. Raffelhüschen hat es klar belegt, 5,8 Billionen ist der negative Saldo der Einwanderung der letzten 10 Jahre. Wäre nämlich die Einwanderung nicht geschehen, hätten wir einen deutlich niedrigeren Kostenpunkt, was entsprechend unsere Sozialsysteme und Transferleistungen angeht. So viel dazu. Faktencheck könnt ihr auch da machen. Schaut ihr euch gerne mal diese Studie an, wenn ihr Lust habt an der Stelle. Das ist der eine Block.
vom Ende her denken. Wo führt das hin? Es wird weiter dazu führen, dass unsere Sozialkosten teurer werden. Und so komme ich zum nächsten Punkt. Ich habe eben den Herrn Morgenthau angesprochen. Übrigens, die Grünen haben das auch mal verschiedene Vertreter gesagt, um sie denn doch mal hier zu nennen. Die Partei, die ich wirklich für verfassungswidrig erachte und die vielleicht von Herrn Heidenmann angeschaut werden sollte, die haben immer gesagt, sie können mit Deutschland nichts anfangen, nie wieder Deutschland. Es gab sogar mal, ich glaube, das war Herr Fischer, der gesagt hat, man muss den Deutschen das Geld wegnehmen, die dürfen es gar nicht haben, man muss es in die Welt hinaus verteilen. Da gibt es so viele Sprüche und Dinge, die ihr euch mal anschauen könnt im Internet, die alle belegt sind. Ich sage ja also nichts, was nicht belegbar oder belegt ist. Kommen wir aber zur Deindustrialisierung. Diese Politik, die wir hier gerade betreiben, wenn natürlich wir Millionen von Menschen in die Sozialsysteme holen, ohne dass die je ein Payback bringen, ohne je uns voranbringen, je die Fachkräfte werden, für die man uns verkauft hat, auch die deutsche Industrie, die soll also mal den Mund halten, gerade die deutschen Unternehmen, wenn die hier so auf den Putz hauen, die AfD würde Deutschland schaden. Die, die Deutschland am meisten schaden, sind diese Regierung und die Unternehmensbosse und Manager selbst, die gar nicht mehr das Wohl der Unternehmen, sondern ihre Boni in großen Teilen entsprechend im Kopf hatten. Wenn also Herr Sewing von der Deutschen Bank darüber spricht, wir würden Deutschland gefährden, dann mache ich mal darauf aufmerksam, wie dieses Unternehmen spekuliert hat, was dieses Unternehmen getan hat, als kleines Stichwort, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren und was für Rettungspakete wir für den Bankenmarkt schnüren mussten, weil die ja alle so das Beste von Deutschland im Auge hatten. Kommen wir aber wieder zur Deindustrialisierung. Aufgrund der hohen Sozialkosten, aufgrund der hohen Steuern, die wir natürlich brauchen, um eben die sogenannten zugewanderten Facharbeiter hier alle zu finanzieren, aber auch aufgrund der Bürokratie, die die EU verursacht, aufgrund der Energiepolitik, ich will heute gar nicht darauf eingehen, dass wir für Kernkraft stehen, da braucht man nur in die Nachbarländer gucken, die Kernkraft haben, da ist der Strompreis um die Hälfte bis noch deutlicher günstiger, wandern bei uns energieintensive Betriebe, die Grundstoffindustrie ab. Ich hatte es gesagt, BASF baut ein Riesenwerk in China. Unsere deutschen Autohersteller und Zulieferer haben immense Probleme, weil wir ja die Elektromobilität mit Millionen fördern, Milliarden sogar. Und die Energie ist teuer, das heißt auch andere entsprechend Betriebe ziehen weg. Stahlindustrie hat Riesenprobleme, hier noch kostengünstig zu produzieren. Der Maschinenbau, alle, unisono. Das heißt, die wandern weg. Auch da werden wir weniger Steuern, weniger Gewerbesteuern bekommen. Das ist eine Deindustrialisierung, die diese Regierung vom Zaun gebrochen hat, dass selbst die europäischen Nachbarländer Angst haben. Aber die haben jetzt nicht per se Angst, weil Deutschland so lieb und nett ist, sondern die haben einfach Angst, dass Deutschland als Zahlmeister an dieser Stelle eben entsprechend ausfällt. So, dann haben wir weitere Dinge, die wir hier auch nochmal auf den Punkt bringen müssen. Zum Beispiel, dass wir hier die Bauernproteste haben und einige, wie Herr Lindner gesagt hat, kehrt um. Ich habe sogar heute mal ganz aktuell, auch ganz spannend, sagt die IWF-Chefin, Frau Grigorjeva, die Regierung sollen sich von den Bauern nicht erpressen lassen. Auch das muss man sich mal zu Gemüte führen. Wenn sich Klimakleber auf der Straße festkleben, wenn in den 80er, 90er Jahren Demonstranten der Grünen und anderer Parteien gewaltsam mit Zwingen, mit Molotow-Cocktails versucht haben, auf AKW-Gelände zu kommen beim Bau, da ist nichts dergleichen passiert. Wir haben also gerade eine sehr konzertierte Aktion gegen Menschen, die Werte schaffen in diesem Land. Und nochmals, und das ist der Grundkonsens, wenn wir also so weitermachen, auch eine FDP, der man ja hier irgendwie schon eine Mischung zwischen Opportunismus und Fatalismus zuschreiben muss, dass die als frühere bürgerliche Partei der Mitte diese linke sozusagen Kampagne mitträgt, macht mich sprachlos. Und wenn ich auf heute zu sprechen komme, und was hier in dieser Woche in Berlin passiert ist, ein Gesetz nach dem anderen, drücken die linken Parteien hier durch zu Lasten der bürgerlichen Parteien. Heute haben Gruppen, die BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht und die Linke als Gruppen, die haben sich ja geteilt und die Linke hat sich aufgelöst, Rechte zugesprochen bekommen, dass die fast wie eine Fraktion auch finanziell behandelt werden in den Sprechzeiten gegen die bürgerlichen Parteien. Die Wahlgesetze, Wahlkreis aus Sachsen-Anhalt wandert nach Bayern, dort wird der Wahlkreis so zerstückelt, dass nach Möglichkeit andere Parteien den gewinnen, aber nicht die CSU. Die Grundmandatsklausel gestrichen. Also ich möchte nicht über die Wahl, die Parteienfinanzierung, das Stiftungsgesetz und so weiter fabulieren. Nochmals, was hier läuft, ist im Prinzip mit den Fakten, die ich hier genannt habe, aus meiner Sicht eine Art von linker Staatsstreich. Und ich glaube, da müssen wir wach werden.
Wir müssen endlich es so benennen, wie es ist, was die linken Parteien hier in einer großen Einheitskoalition machen. Und die CDU, CSU, wie aber auch die FDP, die müssen wach werden, weil irgendwann wachen die aus diesem Traum auch nicht mehr auf. Und das wollen wir alle nicht. Also kurzum, vom Ende gedacht, für das, was diese Regierung und die Linken hier gerade machen, ins Chaos, ins Ende des Deutschlands, was wir kennen. Und meine Partei und ich stehen dafür, dass wir Wohlstand, Arbeitsplätze, soziale Sicherheit haben und vor allen Dingen auch eine innere Sicherheit. Und alles das löst diese linke Parteienlandschaft gerade auf. Denkt da mal drüber nach, googelt das auch alles. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß in den nächsten Tagen. Bis bald, euer Kai. Ja, liebe Freunde, erstmal an dieser Stelle alles Gute und vor allen Dingen viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr, dass 2024 für uns als Partei, aber auch für euch sehr erfolgreich laufen möge. Und heute möchte ich mich wieder mal einer schleichenden Enteignung, einem Diebstahl von Freiheitsrechten, der in der EU auf samt weichen, leisen Pfoten daherkommt, mit euch auseinandersetzen. Gestern hat nun die EU beschlossen, haltet euch fest, eine 10.000 Euro Bargeld-Obergrenze einzuführen. Jetzt werdet ihr sagen, Moment, sowas Ähnliches gibt es doch schon. Nein, der Unterschied ist, bisher ist es wirklich nur ähnlich. Ab 10.000 Euro sind diese Geschäfte insoweit meldepflichtig, als dass sich derjenige, der mit mehr als 10.000 Euro in Bar zahlt, in Deutschland zurzeit ausweisen musste. Jetzt sagt die EU entsprechend und hat festgelegt, ich zitiere, die EU gibt künftig eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro vor. Darauf haben sich Unterhändler von EU-Rat und Europaparlament in der Nacht zu Donnerstag geeinigt. Die politische Einigung muss noch von beiden Institutionen formal bestätigt werden. Was soll damit getan werden? Das wird vorgegeben. Man möchte die Geldwäsche und entsprechend die Anti-Geldwäsche-Prävention und dieses Paket, das ist ein Gesetzesvorhaben, stärken. Aber ich glaube, das ist nicht der wahre Grund. Letztlich will man die Menschen noch mehr kontrollieren. Wir wollen ja auch den und sollen den digitalen Euro bekommen. Auch der wird sicherlich anders als Bargeld den Menschen letztlich zurückverfolgbar machen und wird zu einer erheblichen Einschränkung führen. Wir sagen ja als AfD, Bargeld ist gedruckte Freiheit und das ist genau so. Selbstverständlich, wie mit allen Dingen, kann auch Schindluder und Unfug getrieben werden. Das ist in allen Bereichen so. Mit einem Auto kann man Schindluder treiben und das kann zu einer Waffe werden. Selbst ein simples Buttermesser kann in den falschen Händen zu etwas anderem degenerieren. Aber wir sollten nicht eins der höchsten Güter, was wir haben, nämlich eine finanzielle Freiheit und damit die Möglichkeit auch gegeben, entsprechend anonym und auch vor den Augen des Staates trotzdem anonym handeln zu können, uns dieser Freiheit berauben lassen. Für mich ist das ein Grundgut, dass der Staat nicht weiß, wo ich hingehe, wann ich wohin gehe, was ich mir kaufe. Diese Gesinnungsschnüffelei, die wir schon in vielen Tatbeständen haben, die wird hier sicherlich möglich sein. In Frankreich war das übrigens, auch das ist ganz interessant, und entsprechend in Belgien gab es eine Grenze von etwa 1.000 Euro. Also die sind da schon so gewohnt und haben sich diese Freiheit entsprechend abkaufen lassen. In den Niederlanden sind es zurzeit 3.000 Euro. Also die waren schon sehr, sehr restriktiv unterwegs. Insoweit wird hier Deutschland wieder eine große Freiheit und Errungenschaft genommen. Wir selbst als AfD positionieren uns dagegen, genauso wie zum digitalen Euro. Übrigens, da kann ich auch aufklären. Wir hatten den Herrn Balz bei uns in der Finanzausschusssitzung. Also die Einführung ist jetzt nochmal ein bisschen nach hinten verschoben worden. Über die Höhe will man auch nicht spekulieren, wie viele digitale Euros pro Person dann sozusagen zugelassen sind. Es geistert immer eine Zahl von 3.000 Euro durch den Raum, aber da scheint man sehr unglücklich mit zu sein mit dieser Zahl. Also es könnte auch weniger sein, aber dann stelle ich die kritische Frage, was soll das? Warum diesen ganzen bürokratischen Aufwand, wenn wir auch digital mit anderen Zahlungsdienstleistern oder mit einer Kreditkarte oder zahlen können? Also hier, insoweit eine gute Nachricht, glaube ich, ist die letzte Messe an der Stelle noch nicht gelesen. Aber setzen wir uns jetzt nochmal damit auseinander, was wäre denn notwendig, wenn wir sagen, und es wird so von der EU begründet,
es soll das Anti-Geldwäsche-Paket damit durchgesetzt werden. Dann sage ich ganz klar, Leute, stärkt die FIO, kümmert euch um die FIO. Haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Die FIO ist die Financial Intelligence Unit in Köln. Die funktioniert seit ihrer Gründung nicht. Im Moment werden nach wie vor dort Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, haltet euch fest, händisch ausgewertet, weil die Bereiche in der elektronischen Datenverarbeitung entweder nicht datenschutzkonform sind oder einfach schlichtweg mit ihren Filtern nicht passgenau sind. Nichtsdestotrotz stärkt die FIO, sorgt dafür, dass die ihre Arbeit macht. Ich hatte auch dazu schon eine Rede im Bundestag, googelt die mal, soll jetzt ja sozusagen über das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz und noch mehr Behörden, die man bauen will, drumherum, ein super sozusagen Finanzkriminalamt soll drumher gebaut werden, das dann alles besser macht. Ich glaube es alleine nicht. Lasst uns um die Institutionen kümmern, die wir haben. Die sollen ihren Job ordentlich machen. Und dann müssen wir nicht solche unsinnigen Bargeldobergrenzen einführen, die, was die echte Kriminalität angeht, das ist so wie mit illegalen Waffen. Die, die das Gesetz brechen wollen, werden wir auch mit verschärften Waffengesetzen nicht am Schlawittchen bekommen. Und so wird es auch bei der Geldwäsche sein. Es trifft wieder den Normalo und das lehnen wir an dieser Stelle ab. Also lasst uns für die Freiheit kämpfen und ihr habt ja die Möglichkeit, bei der Europawahl dann auch euer Kreuz im Juni richtig zu setzen, damit diese 10.000-Euro-Grenze, was Bargeld angeht, nie in Kraft tritt. Ja, ich wünsche euch was. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen erhellen und ein bisschen informieren. Kämpft dagegen an und bis bald, euer Kai. Liebe Freunde, jetzt mal in eigener Sache und da bin ich sehr stolz drauf. Wir relaunchen Neudeutsch, wir machen einen Restart und ich zeige euch das mal. Wir haben meine Homepage überarbeitet und jetzt werdet ihr sagen, wozu braucht man das? Richtig, ich habe gesagt, das soll keine Homepage im klassischen Sinne sein, sondern das soll ein Tool auch für euch sein. Ihr sollt das nutzen können. Ihr sollt wissen, was mache ich, was tue ich dort. Und in dem Sinne könnt ihr jetzt beispielsweise, und das ist ganz praktisch, ich hoffe, ihr könnt das sehen, gibt es KV-Pakete. Da könnt ihr dann eben entsprechend Dinge euch ausdrucken, kurz und bündig, zum Beispiel für euer Lieblingsrestaurant. Wenn ihr mit dem Koch und dem Inhaber sehr gut könnt, dann könnt ihr zum Beispiel euch da ganz unverbindlich und schnell ausdrucken, was wollen wir denn zum Beispiel und was tun wir entsprechend. Das heißt hier Gastropaket und dann drückt ihr da drauf, Gastropaket. Und dann habt ihr hier Druckstücke, die ihr runterladen könnt und unsere Anträge. Wir sind nämlich dafür weiter 7% auf Speisen und Getränke. Könnt ihr euch kurz und bündig runterladen, sagen, guck mal, die AfD tut echt was für euch. Das ist der Antrag mit Drucksachennummer und allem, was dort ist. Des Weiteren, und das finde ich klasse, könnt ihr neben den KV-Paketen alle Pressemitteilungen relativ tagesaktuell, jetzt gehe ich da mal drauf und wie immer, wir sind im Bundestag, ihr seht, 19.01. Bargeldobergrenze soll eingeführt werden. Darunter von gestern entsprechend Fleischsteuer ist ein weiterer Schlag gegen die Bürger und so weiter. Also ihr habt hier alle Pressemitteilungen, die meinem Bereich, nämlich Finanzen angehen. Auch die habt ihr da relativ tagesaktuell drauf. Ihr habt hier Druckstücke wie die finanzpolitischen Leitlinien unserer Partei. Auch die könnt ihr euch selbstverständlich, also es ist eine echte Service-Homepage, die ihr hier habt, entsprechend downloaden und habt dann hier die finanzpolitischen Leitlinien mit Text unserer Partei. Könnt ein bisschen über meine Person sehen und ihr könnt natürlich, wenn ihr ein bisschen Unterhaltung wünscht, Initiativen, Sondervotum, Wirecard, hier die finanzpolitischen Leitlinien eben entsprechend haben und wenn ihr richtig Bock habt, habt ihr auch alle meine Reden aktuell hier entsprechend auf dieser Homepage. Also insoweit, schaut da mal drauf und wie findet ihr die? Ganz einfach, afd-gottschalk.de oder afd-, könnt ihr genauso nehmen, gottschalk.de. Da findet ihr die Homepage. Ich wünsche euch da viel Spaß mit und ich hoffe, ihr könnt damit viele Mitglieder und auch Wähler überzeugen und gewinnen. Bis bald, euer Kai.